Hallo, es geht weiter. Wir gehen in die Mine und dort werden wir hoffentlich sehr viel Gold finden. Hey, Wache. Willst du buddeln gehen? Dann vergiss ja nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Oh, okay. Sketty kenne ich auch noch. Der Sketty war damals, glaube ich, ein Ausbilder. Was steht denn hier? Steht hier rum? Da steht was Großes. Rum! Leute, ich habe Rum gefunden. Ich habe es wirklich getan. Ich meine, ihr wart dabei, ihr habt es gesehen. Ich bin hin und habe mir einfach die Flasche genommen. Und jetzt habe ich den Rum, den ich die ganze Zeit über... wirklich die ganze Zeit über gesucht habe. Es ist einfach so schön. Ich weiß nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll. Nur durch eure Hilfe, durch eure Kraft, die ihr mir gespendet habt, war es mir möglich, diese Flasche rumzufinden. Das ist der schönste Tag meines Lebens. So, jetzt machen wir erstmal Feuergeschnetzelt. Es wird Zeit, dass wir das futtern. Müssen wir wieder nach oben oder haben wir auch hier unten irgendwo einen Alchemietisch rumhocken? Mal eben nachschauen. Nö, wir müssen nach oben. Na, toll. Naja, ich will mich ja nicht aufregen. Wenigstens haben wir jetzt den Rum endlich gefunden. Damit haben wir das auch endlich von der Backe. Das lag mir schon auf der Seele, dass wir das nicht hinbekommen haben. Wie, zu wenig Rohstoffe? Wirst du Ärger? Was brauche ich denn alles? Ich habe es schon wieder vergessen. Los, Hammer. Man nehme eine Wasserflasche, zwei Rüben und eine ordentliche Portion Sumpfkraut. Dazu gemahlene Zähne vom Sumpfhai. Zähne vom Sumpfhai. Das ist jetzt dein Ernst, nehme ich an. Okay, wir klappern die Händler ab. Ich will gar nichts lernen. Ich wollte eigentlich nur einkaufen. Jetzt haben wir den Rum, aber es... hapert... ah, da. Gib mir. Aber es hapert an dem Sumpfhai-Zeug. Na, wunderbar. Kannst du mir was beibringen über Sumpfhaie, so wie über eine Zähne und so weiter? Zähne hätte ich gerne ausnehmen kann. Wenn du was über Blutfliegen wissen willst, geh zu Edgar. Der Mann hat Ahnung davon. Und wenn du Sumpfhaie oder Echsen ausnehmen willst, musst du wissen, wie du Felle und Zähne reißen kannst. Das weiß ich schon. Ich will lernen. Zähne. Oh, 3 Lernpunkte hat er mir geklaut. Ich komme später wieder. Okay, wir brauchen einen Sumpfhai. Wo kriegen wir denn jetzt noch einen Sumpfhai her? Dürften ja alle gar nicht mehr leben. Na, wir versuchen mal unser Glück im Sumpf. Und wenn wir tatsächlich keinen Sumpfhai mehr finden sollten, dann gibt es immer noch die Option, Händler ausfindig zu machen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Wir geben einfach unser Bestes. Hier sind schon wieder Grafikfehler unterwegs. Toll. Warum auch nicht? Sieht aber elegant aus, diese kleine Holzmaserung hier, ne? Boah, mein lieber Scheu, die zieht sich über den ganzen Boden. Ist schon ein lustiges Land hier. Aber wir lassen uns nicht beirren. Wir suchen nach den Sumpfhaien. Bären! Meine. Und meine. Aber das ist echt übel mit den Texturfehlern hier manchmal, ne? Ich meine, der ganze Boden hier sieht komplett aus wie Holz. Naja, egal jetzt. Wir müssen uns konzentrieren. Wir suchen nach einem Sumpfhai. Nach irgendeinem Sumpfhai. Nur einer. Mehr brauche ich nicht. Nur einen einzigen Sumpfhai. Oder aber einen verdammt guten Händler. Beides scheint mir ziemlich rar zu sein. Ich weiß nicht, ob Fiskzähne verkauft. Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber da wir hier keinen Sumpfhai finden, wir haben die ja alle ausgerottet, müssen wir uns darauf verlassen, dass der eventuell so ein Zeug verkauft. Hier macht man schon was mit diesen ganzen Rezeptsachen immer. Auf zu Fisk! Los, wir müssen den Texturenfehlern entkommen. Blödes Sumpfhai. Was sterben die auch alle so leicht? Ich hätte die niemals ausgerottet, wenn die nicht so leicht sterben würden.
Also sind die Sumpfhaie schuld, dass sie tot sind, nicht ich. Oh Mann, ich bin echt dreist. Hallo Sack. Ich habe ihn Sack genannt. Ich bin so fies, ich bin so gemein. Und ich stecke im Kaktus fest. Ah, Sumpfhaie-Zähne, wo soll ich die denn jetzt noch herbekommen? Ständig brauche ich was anderes. Ich hätte diesen Doppelhammer nicht machen sollen. Fisk? Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Eigentlich nicht, ich will nur handeln. Zeig mir deine Ware. Bitte hab Sumpfhaie-Zähne, sonst hast du nicht. Habe ich einen Geschwindigkeitstrank? Natürlich habe ich ausgerechnet den jetzt nicht. Sumpfhaie-Zähne. Wo bekomme ich die jetzt her? Keine Ahnung, sag du es mir. Ja, ich sag's dir nicht, du solltest mir ja sagen. Ich hätte das nicht gemacht. Und glaub ja nicht, dass das alles. Es tut auch ständig an irgendwas fehlen. Ich habe nicht mehr so viel Snapperkraut. Also rennen wir einfach mal schnell los in den Sumpf. Hoffentlich finden wir noch irgendwo Sumpfi. Zähne, wo bekomme ich Sumpfhaie-Zähne her? Ich ziehe schon mal den Bogen und bete, dass hier irgendwo einer hockt. Ich brauche diesen Sumpfhaie-Zahn. Sonst kann ich das leckere, köstliche, feuergeschnetzelte vergessen. Ich brauche doch nur einen kleinen Sumpfhaie. Kommt schon, seid nicht so gemein. Da, hier wird's tief. Tief hinab geht es hier. Hätte ich mal das mit den Sumpfhaie-Zähne ziehen vorher mal gelernt, dann hätte ich jetzt nicht das Problem. Denn ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch ein Sumpfhaie lebt. Wir haben die alle gründlich platt gemacht. Den letzten, oder besser gesagt, den einzigen Sumpfhaie-Zahn, den ich gefunden habe, der lag ja hier oben. In diesem Baumstumpf. Was soll ich denn mir jetzt einen Sumpfhaie-Zahn besorgen? Hier lebt auch kein Sumpfhaie, oder? Ne, hier ist alles leer. Haben wir alles totgewildert. Wir haben die Sumpfhaie ausgerottet. Und ich bin schuld. Weil ich den Hals nicht voll bekommen habe von Erfahrungspunkten. Nur wegen mir können wir jetzt kein Feuergeschnetzeltes genießen. Kronos, ich brauche Zähne. Hast du welche? Ansonsten gib mir halt deine. Wie schaut's aus? Hey, du. Lass uns. So, dann wollen wir doch mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist Kohle. Das ist alles nichts von dem, was ich brauche. Das ärgert mich jetzt, Leute. Das ärgert mich. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir irgendwo einen Händler finden mit Haifisch. Mit Dingenszähnen. Wir versuchen es einfach mal bei diesem Sketti. Vielleicht hat er ja ganz zufällig so ein Zeug im Inventar rumhängen. Ich fände es schön. Sketti. Fehlt auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Okay. Bloodwyn? Hat er hier was den zu sagen? Den kennen wir noch, den Sack. Er hat die Aufsicht wie ich ihn über hasse. Die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Okay. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein, ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert.
Okay. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwin aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Okay. Bring mir was frei. Übers Gold haben, wie, no plus 5? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Was? Na gut, ich habe eh zwei zu viel. Erzähl mir mehr übers Goldhacken. Von daher, also vor allem solltest ich habe ja für 3 Punkte dieses Dingens gelernt, da kann ich die 2 noch ausgeben. Reich wie Butter. Wenn du zu hart schlägst, zersplittert dir alles. Jeder Buddler hat seine eigenen Tricks, um ein paar schöne Nuggets aus dem Fels zu kloppen. Diese Tricks sind es, die letztendlich den Unterschied zwischen einem Buddler und einem guten Buddler ausmachen. Außerdem, Übung macht den Meister. Wenn du erst mal eine Weile gehackt hast, wirst du auch besser. Okay. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Ein Bier müsste ich noch dabei haben, ich bin mir nicht sicher. Wohl bekomm's. Yeah, 750 Erfahrung. Oh, nur für ein Bier. Danke, Mann. Wunderbar. Du bist mein Held. Ach, habe ich doch gern getan. So, handeln. Lass uns handeln. Ja, dachte ich mir, du hast nicht das, was ich möchte. Was hast du so? Lass uns. 110, 110, 85, 75. Alles unnützes Zeug. Grog, Apfelbrot, Schinken. An sich alles ganz interessant, aber ein paar Zähne wären mir lieber, ne? Schön, dass den das gar nicht interessiert, dass ich hier seine Truhe knack. Offen. Naja, wenn den das nicht weiter juckt, dann können wir auch ruhig alles einstecken. So. Das können wir auch alles noch mitnehmen. Das interessiert die gar nicht, dass ich den hier alles wegklaue. Dann nehme ich auch den Fisch noch mit. So, jetzt geht's aber richtig tief in die Mine rein. Hat hier einer Zähne dabei? Gold. Einfach mal hacken. Einfach mal hacken. Yeah, Goldbrocken. Einfach mal hacken. Einfach mal hacken. Einfach mal hacken. Einfach mal hacken. Komm, wir hacken einfach mal. Trümmerschlag. Yeah, einfach mal hacken. Goldhacken plus 2, das ist doch schön. Goldhacken plus 3? Ich werde immer besser. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wer bist du? Hey, Lena. Ach, hallo. Alles klar? Immer schön gleichmäßig. So kommst du an die dicken Nuggets. Glaubst du wirklich? Ja. Du mich auch. So, an den Goldklumpen komme ich leider nicht dran. Hier gehen wir auch noch nicht weiter. Wieso darf ich denn hier nichts machen? Ich will Gold abbauen. Gold. Ich werde mich da nicht einigen. Einfach mal hacken, einfach mal hacken. Wieder Goldhacken gesteigert. Ich werde langsam richtig gut. Die ganzen Goldbrocken kommen mir genau richtig. Die kann ich alle wunderbar verkaufen. Komm schon, ich brauche mehr Gold. Viel mehr Gold. Na, hier gibt's wieder nichts zu tun.
Crimson, hey, wie geht's, altes Haus? Ich kenne dich zwar nicht, aber immerhin. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Aha. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Wir werden reich. Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Okay. Lass uns tauschen. Und ich bekomme alle Goldbrocken? 490 Goldmünzen, so ist das schön. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Leg los. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Goldbrocken habe ich keine, da kann ich hier auch aufhören. Boah, hier unter der Erde zittert aber alles, was Feuer ist. Hey, wo willst du hin? Da rein. Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier noch rumsitzen. Wir müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Sklave, 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 Sklave. Wache, Sklave. Keine Ahnung, sag du es mir. Sklave, Sklave. Butler, 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 Butler. Butler. Koch. Hey, yeah, Koch. Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Aber die Sklaven, die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schales Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. So etwas nie erlauben. Okay. Also zumindest habe ich die Bürger schon mal gefunden. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter in der Mine. Oh, das sieht aber schick aus so. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Das hätte er doch besser wissen müssen.